Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde. Ich musste leider wieder ein bisschen pausieren. Ja, ich habe gegessen, ein bisschen noch was anderes gemacht. Ja, wie das so ist, ne? Aber ich bin immer noch am Powern, keine Sorge. Und trotz meiner mehr Unterbrechungen heute, als ich wollte, habe ich mir jetzt was vorgenommen. Und zwar habe ich hier schon einige Decks mit euch gemacht und die gezeigt und so weiter, und das soll auch nicht in Vergessenheit geraten, aber ich möchte jetzt doch noch mal den Discard Hexenmeister mir angucken und vielleicht sogar ja, da noch eine Kleinigkeit verändern, vielleicht noch mal spielen oder so. Nee, ich glaube, ich lasse ihn so, wie er ist. Ich finde das eigentlich ganz cool. Und vielleicht tue ich den Kobold-Typen raus und die zweite Verdammniswache rein. Was eigentlich, weiß ich nicht. Ich finde es okay, so wie der ist. Habe ich ja selber gebaut. Habe ich auch schon zwei Videos zu gemacht zu dem. Und ja, ich wollte eigentlich ein wildes Video jetzt aufnehmen, aber dann wurde ich unterbrochen. Und ja, dementsprechend leider nicht geklappt. Ja, Mittwoch, der 5. Wahnsinn. Nochmal eine Runde Discord. Discard Hexenmeister. Solange der noch cool ist, solange das noch funktioniert, solange die Meta noch so aufgewühlt ist, dass keiner so richtig weiß, was er spielt, da ist er auf jeden Fall noch cool. Deswegen möchte ich das jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen ausnutzen. Aber ich weiß schon, was ich als nächstes für Videos mache. Aber jetzt möchte ich erstmal ein bisschen Hexenmeister spielen. Ich weiß noch nicht, wie lange das Video gehen wird, wie lange ich das Deck spiele. So lange, wie ich Bock habe. Ich habe richtig Bock auf das Deck momentan. Yeah, Jean. Okay. Das ist äußerst seltsam. Gespielt. Hi.
meinen Durst. Nein. Das sieht schlecht für mich aus. Sehr schlecht. Ja, das ist immer nur die krasseste Karte, ne? Mit den Wölfen da. Da kannst du Board voll Wölfe, ey. Das ist so krass, Mann. Was willst du tun? Ich meine, gut, ich war ziemlich schlecht mit dem, aber. Das ist geil. Nächsten Zug mache ich den Nether. Vermutlich. Okay, ich bin tot. Ah, ich sag ja, so overpowered ist es halt nicht, ne? Aber ja, ich find's trotzdem cool. Ich find's witzig. Es macht mir sehr viel Spaß. Wobei es mittlerweile natürlich auch alleine schon an den paar Stunden sich krass geändert hat, ne? Also die Meta, das Spiel, die Decks. Ah, ist fast nur Hunter. Das ist mies. Das einzig Coole ist, die beiden. Weg, weg, weg. Richtig nice. Die werden gezogen, damit sie weggeschmissen werden. Genau so muss das sein. Ich glaube, da hätte ich eine Karte ziehen sollen. Ja. Na, ja, am nächsten Turn habe ich die Quest voll, das ist ja schon mal was. Aber ich werde halt schon wieder so krass schnell runtergeboxt, das ist nicht mehr normal. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Ja, jetzt bin ich schon so gut wie tot, ne? Schon wieder. Also ich muss irgendwas anders machen. Ich muss mir irgendwas überlegen. Vielleicht packe ich echt die Einmana-Spots rein oder so. Funktioniert nicht mehr. Die sind so aggressiv, ne? Bis 5 Mana habe ich zwar die Quest voll, aber bis dahin bin ich tot. Ein Kinderspiel.
Ja, jetzt hat er mich. Waffe, Hero Power plus irgendwas Kleines und dann war das. Roberto, Roberto! Was hast du gemacht? Ach, da muss ich doch tatsächlich an dem Deck ein bisschen rumschrauben, ne? Die tue ich raus. Ja, das finde ich eigentlich alles cool so, ne? Bei der bin ich mir auch unsicher, ob man die wirklich braucht. Aber die finde ich eigentlich auch ganz nice. Aber den Spott tun wir rein. Okay. Tun wir zwei Spots rein. So. Vielleicht klappt das jetzt besser. Denn ich kriege ja gerade im Early immer so auf die Mütze. Im Late Game, wenn das Portal liegt, dann habe ich ja kein Problem mehr. Vielleicht muss ich einfach mehr Low-Mana-Spots einbauen. Oder was sagt ihr? Gib mir was Schönes. Ja, aber immerhin habe ich die Hohepriesterin. So, eure Auslöschung. Oh, das ist perfekt. That's perfect. Nice. Oh. Das ist natürlich mies. Ah, vielleicht hätte ich die behalten sollen, Kataklysmus. Ah, ich hätte die einfach handbehalten sollen. Ja, ich weiß auch nicht, ne? Also, gut, es war 50-50 Chance. Es hätte auch gut gehen können, aber... Der Leere. Sieht der Gegner das eigentlich, wenn ich die, welche ich da wieder auf der Hand kriege? Ich glaube schon, ne? Todesschwinge passt auch so perfekt da rein eigentlich. Ah, wir haben einen Baumdruiden als Gegner, das ist ja cool. Ich grüße euch. Wie wäre es denn mit? Eure Arroganz wird euch zum Verhängnis. Ich spreche für die Bombe.
Das ist natürlich krass. Very nice. Beachtlich! Beachtlich! Aber Todesschwinger habe ich leider abgeworfen. Das ist natürlich ein bisschen unlucky hier gewesen. Ich hatte doch vier von denen hier auf der Hand. Was soll das denn? Egal. Okay. Teilt meinen Durst. Aus der Leere, Junge. Opfer von irgendwas. Hier ist es Opfer von Lakari. Oh ja. Sehr schön, das Portal rein. Schon wieder perfekt für die Thumbnail, ne? 1, 2, 3, 4, 5 auf dem Dings. Verleiht mir Flügel! Das ist so cool. Kirik, verleiht mir Flügel! Okay. Das habe ich mir gedacht.
kann nicht immer gewinnen. Discard, Discard. Immer weiter, immer höher, immer schneller. Morgen. Morgen. Ich habe auf jeden Fall hier Opfer von Lakari mit der Seelmaschine und das stimmt mich doch wieder. Das stimmt mich doch, Happy. Schade. Abwurfkommando! Eure Arroganz wird euch zur Verhängnis, etwa. Kapi? Schildschlag. Ja gut. Kann ich im nächsten Zug die spielen. 6-6 Lebensentzug. Und danach spiele ich Rin. Hier gehört, gute Leute. Ich bin am Überlegen, ob ich das noch einbaue, dass man dem Gegner auch Karten discardet, wenn ich dem die rübergebe. Wisst ihr, was ich meine? Oh ja. Kopiert alle Drachen auf der Hand. Oha. Nether-Portal. Jetzt geht's los. Ja. Ich hab's mir vorher schon gedacht durch die anderen Karten, aber jetzt steht's fest, das ist ein Drachenkrieger. Jetzt geht's los. Jetzt baller ich ihm die ganzen Siegel raus. Er hat sowieso mit den Wichteln zu kämpfen und dann ist vorbei. Also Rin ist auf jeden Fall auch ziemlich gut da drin. Da möchte ich auch nicht verzichten drauf. Muss
vernichten. Vielleicht hau ich die leeren Fürsten und den Guldan auch raus. Überlege ich gerade. Ja, Junge, was willst du tun? Was willst du tun? Es ist vorbei mit dir, was willst du tun? Sag goodbye, Dick. Nächsten Zug spiele ich den Verschlinger. Azari. Auf jeden Fall. Dann habe ich ihm einfach mal 12 Karten kaputt gemacht. Und dann ist gut. Sie sehen aus wie Zerglinge, ne? Zerg. I switch to Zerg. Yeah, I switch so fast. Ja, dreh du mal durch. Ist ja gar kein Problem. Das stört mich doch überhaupt nicht. Ach, ist das schön. Jetzt hat er nur noch 8 Karten auf der Hand. Und Nyxia! Okay. Dann. Oh, was ist das denn? Was? Mischt nach dem Zwien 2 Kopien des Zaubers in euer Deck. Oh nein! Nein!
Kinderspiel. Ja gut. Bitte kein Mirror. Das ist natürlich eine super Hand auch, ne? Komm, gib mir die, die ich sowieso abwerfen muss. Ah. Willkommen zu einer Auslöschung. Ich grüße euch. Gib einem Gegner eine Münze? Lol. Okay. Egal, im nächsten Zug mache ich Nether-Portal und dann ist hoffentlich Comeback angesagt. Ich finde das so schön, dass man mit den Wichteln so verschwenderisch umgehen kann. Weil man einfach jeden Zug neue kriegt. Das ist so, als hätte man einen permanenten Kel'Thuzad auf dem Feld. Wow, was war das denn hier für eine Action, ey? Okay. Ja, Junge, GG. Siegessträhne. Ich mach das Ding. Ja, das stört mich irgendwie mit Gul'dan. Das kann ich irgendwie eh nie spielen. So.
Ja, schön ist das alles nicht, ne? Ich frage mich, ob... Nein. Naja, immerhin, das ist doch gut gelaufen. Ah, da hat er auch Riesenglück, dass er die Spinnenbombe kriegt, ne? Wahnsinn. Das ist super. Das sind die drei, die ich noch abwerfen muss. Perfekto, perfekto. Aus der Leere. Perfekto. Wow, ey, wie konnte er mir so viel Damage drücken? Krass. Krass, krass, krass. Oh boy, okay. Boah, ich bin schon wieder fast tot, Mann. Irik, verleiht mir Flügel! Nein, 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 nein! Ich brauche den Life Drain, ganz dringend! Ja, das war's. Ach Mann! Die sind zu hart zu mir. Okay. Ich probiere jetzt mal eine andere Strategie. Weil die Abwerfsachen, die kriege ich ja. Es ist ja die Schwierigkeit, Kataklysmus oder die legendären zu kriegen, die ich abwerfen möchte. Das
Deswegen probiere ich jetzt mal ein bisschen anderen Ansatz. Ordos 1984. Jemand, der älter ist als ich. Stimmt das? Ja, das stimmt. So, so. Und im nächsten Turn mache ich Coin Kataklysmus. Booms. Und dann habe ich vielleicht drei abgeworfen oder so. Das reicht nicht, ne? Boah, vielleicht muss ich auch vorher Karte ziehen im 3-Mana-Zug, um dann beim 4-Mana-Zug 6 auf der Hand zu. Mit dem 5 abwerfen reicht auch nicht, ne? Alter. Raus aus meinem Dschungel! Okay, okay, okay. Krillé, verleiht mir Flügel! Okay. Ich müsste noch 3 abwerfen. Der wirft nur eine ab, ne? Ach komm. Obwohl. Gegenzauber? Ja. Oh ja, jetzt habe ich das Portal im 5-Mana-Zug. Just in time! Just in time. Jetzt kann er sich gleich erstmal schön mit meinen Wichteln rumschlagen. Smile then I come to talk to you again. Ja, Junge. Das geht nicht. Ey, der schlägt sich aber echt gut, ne? Seinem Freeze. Oh, danke fürs Heilen. Das war sehr nett von dir. Danke. Der wagt es nicht zu beschwören. Ein Kinderspiel.
Ah, Rin. Ich töte Rin gleich selber. Eventuell, wenn er es jetzt nicht tut, damit ich so schnell wie möglich sein Deck burnen kann. Burn! Burn! Er gibt gleich eher auf, denke ich. Okay, Jaina, Frostlicht Jaina, alles klar. Jo, kann man was machen. Ich bin die Verkörperung der Macht. Wow. Nee, das kann ich nicht riskieren mit dem. Ich mach einfach nix. Mach einfach nichts, weil ich möchte den unter keinen Umständen abwerfen, weil der ist meine Win Condition. Der sorgt dafür, dass ich im nächsten Zug gewonnen habe. Ja, Junge, zieh noch mal ein paar. Denn die sind gleich alle weg. Hardcore. Junge, Junge, Junge. Das ist echt hart. That's hard. Er hat ja nur noch 4 Karten, deswegen bin ich ganz zuversichtlich.
schon hart. Das ist schon hart. Schön. Weiter, immer, immer weiter. So, oha, da habe ich schon wieder ein paar Kommentare von euch. Oh, perfekt. Das ist eine Starthand, Mann. Das muss ich mir merken. Das muss ich mir merken. Wie viel haben wir jetzt? 56. Das Licht beschützt mich. Sorry. Okay. Gedreckt, gedreckt! Beim heiligen Licht, beachtlich! Melde mich zum Dienst. Ich werde gleich die
ganze Hand abwerfen und die gebufft zurückkriegen und davon zwei haben. So ist der Plan. Vielleicht spiele ich aber auch das hier vorher, weil so ein dicker Spott, der kann natürlich auch was, ne? No risk, no fun. Das ist bad. Genau die abgeworfen, die ich nicht abwerfen wollte. Alle anderen wären egal gewesen. Na, egal. Nicht die! Ah! Nein, warum denn? Ich habe echt Pech mit der Abwerferei im Moment, aber ich hatte nur 4 Mana und ich musste auch einen Spot spielen. Sonst hätte ich nämlich erst den legendären Zauber zieht 3 Karten gemacht. Dann hätte ich vielleicht die Quest voll gekriegt. Oder ich hätte sie voll gekriegt. Alter! Was geht denn ab, Mann? Okay. Ja, sehr gut, Mensch! Sieben Damage mindestens, okay. 9 Damage. Das Licht beschützt mich. Wow. Naja, wenn ich die spiele, habe ich vielleicht Glück und ich kriege Kataklysmus zurück. Oh Gott, ich brauche unbedingt Kataklysmus, sonst ist vorbei. Ja, okay, das war's. Ach Mann, ey, die sind alle so mega krass aggressiv, ey. Ich glaube, ich bin tot, ne? 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Dicke. Vielleicht sieht das nicht, aber ich bin extrem tot. Schon wieder Pech gehabt mit der Abwerferei, ne? Da muss ich mir echt was anderes überlegen. Ich glaube, ich bastel mal kurz was an dem Deck. Hundertprozentig zufrieden bin ich nämlich nicht. Ja, es sind alles Dinge, die braucht man, aber wo ich mir unsicher bin, ist mit den 2 leeren Fürsten, weil bis ich die leeren Fürsten spielen kann, ist es meist schon durch. Sowieso. Vielleicht baue ich die noch ein. Oder den. Mache ich die leeren Fürsten raus und tue 2-mal den rein. Ich dicke Spots brauche, ne? Oder irgendwas, was mir Leben gibt. Oder sowas hier, raus aus dem Dschungel, kriege ich vielleicht eine zweite Rin. Oder Silly Axe.
Auch, ja, auch eine Möglichkeit. Vielleicht Succubus weg. Aber ich habe auch nur eine Verdammniswache, ne? Vielleicht ein Nether weg. Ein Nether weg. Und Syliax rein und dann vielleicht Gul'dan weg. Weil ich den fast nie spielen kann, Gul'dan, ne? Wenn es so spät ins Late Game kommt, habe ich eh gewonnen. Und Gul'dan hilft mir nur wegen der Hero Power, damit ich mich healen kann. Vielleicht wäre da noch ein anderer Board Clear oder sowas gut. Oder hier sowas, düsterer Pakt. Statt Gulda, aber das macht auch keinen Sinn, ne? Entweihen wäre vielleicht auch nicht übel. Gerade mit den ganzen Dingern, die da liegen. Mit den Wichteln. Ich auch schon überlegt habe, war das hier Heulbestie und die dem Gegner mit dem hier zuschieben. Das wäre extrem witzig. Ich glaube, einen davon tue ich wieder weg und tue einen Entwein rein. Da fühle ich mich ein bisschen besser. Okay. Das ist jetzt die neue Version von dem Deck. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig rund, wie ich das Deck perfektionieren könnte. Aber vielleicht klappt es ja so ein bisschen besser. Gul'dan habe ich immer noch, aber die zwei leeren Fürsten sind jetzt raus. Ich glaube, ich mache Gul'dan echt raus, weil ich habe ja schon Deathwing drin und... Und Deathwing passt einfach besser rein. Gul'dan beschwört halt nicht mehr, also beschwört halt nur die Wichtel oder so. Das Board habe ich eh meist voll durch das Portal. Das Einzige, wofür es cool ist, ich kriege halt 5 Rüstung und habe die Hero Power, 3 Damage mit Lebensentzug, das ist halt cool. Andererseits werfe ich das meiste eh ab hier. Hallo. Brrr.
Nein, die wollte ich doch behalten, damit ich mit der die abwerfen kann. Das hat schon wieder nicht geklappt. Karte mit den niedrigsten Kosten. Naja gut, jetzt habe ich durch Entweihen natürlich auch wieder eine Karte, die ich vorher... Schwierig. Sagt, was ihr zu sagen habt. Ja, ich glaube, das mit dem Entweihen, oder? Gefällt mir das? Gefällt mir das nicht? Na gut, jetzt ist Entweihen gut, ne? Den niedrigsten... Kosten, dann wäre die. Das ist schon mal nice. Er wagt es, mich zu beschwören. Wow. Läuft bei ihm. Boah, jetzt Kataklysmus. Das wird. Oh. Kommen die beiden? Ja. Könnte sein, dass ich tot bin. Mal wieder. Naja. Ach. Ihr gewinnt, aber eure Welt ist auf den Untergang geweiht. Ich bin halt schon bis zu 4 Mana, bin ich schon tot, bin ich schon überfahren worden. Und das so oft, ne? Die Decks sind so aggressiv, ey. Tommy? Nee. Ich bin in der Aufnahme. Warte mal. Sorry. Nein, ich will nicht. Ich bin hier mit meinem Deck dran. Bin gerade am Überlegen, wie mache ich das denn jetzt hier? Ich glaube, ein Gul'dan mache ich raus. Das ist einfach zu teuer. Seele entziehen mache ich auch einmal raus. Opferpakt könnte auch ganz nett sein, weil ich ja oft gegen Hexenmeister spiele. Das ist ja ziemlich stark, ne? Ich pack noch zweimal den rein. So.
Ich weiß nicht, ob das so besser ist, aber ich probier's weiter. Leute, ihr dürft mir das nicht krumm nehmen, ne? Jetzt schreiben mir so viele hier bei Battle.net gerade. Ich kann euch das gerade nicht beantworten, weil ich am Aufnehmen bin und... Ja. Müsst ihr mitleben. Ich glaube, in diesem Video mache ich die 2 Stunden voll. So eine richtige Ladder-Session. Und Hexenmeister-Session. Fifty-fifty, guys. Oh, und natürlich habe ich das verloren. 50-50 verloren, natürlich. Läuft nicht mehr. Ich glaube, der Mecha Jaraxus bringt mir kein Glück. Das muss ich gleich mal ändern. Ich will den Mecha Jaraxus nicht mehr. Werf 2 zufällige Karten ab, okay. Das tut weh. Das tut echt weh. Aber egal, das ist wichtiger. Boah, mir ist gerade erst aufgefallen, das könnte man eigentlich mit Gegenzauber blocken, ne? Das Nether-Portal. Das wäre schon krass, wenn das geblockt werden würde. Ihr habt unglücklich gewählt.
Beachtlich! Oh ja. Krass. Jetzt kommt die große Oh nein. Oh nein. Beiß dich selber, Junge. Weiß ich selber. Boah, hat der ein Glück, Mann. Geil mit Deathwing. Vor allem, dass Deathwing die abwirft und da das auch geht, einfach. So cool. Deswegen Deathwing würde ich gar nicht ausbauen wollen.
Oh no. Kiri, verleib mir Flügel! Es ist der Wurm drin, Freunde. Es ist der Wurm drin. Ja, das ist doch eine ganz gute Starthand. Und diesmal mache ich es wirklich so, dass ich auf Kataklysmus warte, Kataklysmus spiele und dann die Quest instant abgeschlossen habe. So ist der Plan. Leg diesen Apfel. 1, 2, 3, 4. Im nächsten Zug ziehe ich auch nochmal eine. Sind 5. Und dann ist der vierte Zug. Und dann haben wir 6. Easy. Ja. Verleiht mir Flügel. Hätte ich gar nicht ziehen müssen eigentlich, ne? Egal. Sorry. Ja. 5 Mana, Quest fertig. Schade, dass die Abwerfkarten nicht mit dabei waren. Es braut sich etwas zusammen. Bobby Pooh. Bobby Pooh. Bobby Pooh. Scrappy Light Pooh. Haba Bobby Pooh. Ich bin schon wieder am Sterben, ey. Warum denn? Warum geht's denn jetzt nicht mehr? Es hat so geil funktioniert, aber jetzt funktioniert's nicht mehr. Die sind einfach alle zu aggressiv, ey. Guck dir das an. Ich will hier raus. Ich will hier einfach raus. Ja, wie gesagt, ich finde es super witzig und super cool, aber es läuft halt nicht, ne? Da gewinnst du keinen Blumenpott mit. Nicht mehr. Nicht mehr. Obwohl ich bei 5 Mana die Sache fertig habe. Es reicht nicht.
Das ist wiederum nice. Lieder zu. Willkommen zu einer Auslöschung. Oh, sehr schön. Dilili. Titi. Dilili. 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 Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fehler. Ich bluff mal so, als hätte ich einen Fehler gemacht. Aber im nächsten Zug mache ich Kataklysmus. Bums. Schmeiße 6 Karten ab und geh über los. Guck, genau 6. Ja, richtig geil. Board ist frei. Ich habe bei 5 Mana das Portal, es läuft wieder richtig gut und gleich werde ich wieder überfahren, warum auch immer. Krass, ey, der muss so viel aufwenden, um meine Wichtel kaputt zu machen und gewinnt trotzdem, ne? Jedes Mal, ich verstehe das nicht. Guckt euch das an. Wir machen die Wichtel easy kaputt. Ich verstehe es aber auch nicht. Wie die das alle plötzlich schaffen. Also gestern hat das niemand irgendwie gepackt, da habe ich ein paar Mal hintereinander gewonnen und jetzt irgendwie läuft das nicht mehr. Ich meine, vielleicht bin ich auch einfach müde, zu viel gespielt oder so, aber... Glaube ich nicht. Ich krieg nichts, womit ich meine Sachen abwerfen kann. Es läuft einfach nicht mehr. Ich habe richtig Pech.
Vor allem jetzt stellt euch vor, ich hätte das Portal nicht, was mir einfach for free jeden Zug 232er dahinstellt. Stellt euch vor, ich hätte das nicht. Ich komme da so schon nicht klar. So, aber jetzt habe ich Comeback durch den Doomguard. Jetzt habe ich Comeback geschafft. Ich glaube, jetzt bin ich wieder drinne. Alleine nur durch die Verdammniswache, weil ich da beide abwerfen konnte, jetzt 4 Stück habe. Und dann zusätzlich noch einen spielen konnte. Ja, es ist trotzdem krass. Guckt es euch an. Life Drain bringt mir nichts, weil er so viele Zauber auch hat, ne? Wahnsinn, echt. Guckt euch das an. Wo nimmt er die ganzen Zauber her? Ja, zieht jedes Mal einen Zauber, wenn ihr einen Zauber bringt. Wahnsinn, aber trotzdem Wahnsinn. Vielleicht hätte ich auch das Totem hier kaputt machen sollen, aber er damaget mich halt auch jedes Mal so krass, ne? So langsam müsste der doch mal keine Zauber mehr haben in seinem Deck. Wieso hat der den Pyros gekriegt? Hervorgerufen durch Irdene Macht. Aha. Verleiht mir Flügel! Wenn ich jetzt Deathwing ziehen würde, würde ich ihn einfach spielen. Ich würde mit einem Face gehen und dann Deathwing spielen. Eure Mutter war ein Murloc. Ja, Junge. Genau so. Genau so muss es laufen. Wahnsinn. Verleiht mir Flügel! Also, das ist ja ein Deck vom Hexenmeister, wo ich seit langem denke, ja, da könnte ich mir vorstellen, die 500 Wins zu farmen. Ich habe jetzt 305 oder so mit dem Hexenmeister oder 306. Oh, Bella. Großartig. Verleiht mir Flügel! Willkommen zu einer Auslöschung! Ja, ja. Das wird direkt geklärt. Das wird direkt geklärt. Obwohl, brauche ich das dann? Eigentlich nicht, ne? Hm. Ich glaube ich so. Komm, die Legendäre mit dabei. Nein, nein, nein. Das ist unglaublich. Beachtlich. Relais, verleiht mir Flügel. Du. So.
Jetzt gibt's hier erstmal ein Board Clear mit den niedrigsten Kosten. Ich krieg den for free zurück. Ja, das ist unglaublich. Divi's got Flammen Elementar. Boah, ich will das nicht abwerfen, ne? Wenn ich den spiele. Naja, nee, ich muss das spielen. Ja, und jetzt sieht's wieder gut aus. Es sieht richtig gut für mich aus. Das Board ist leer. Ich habe das Portal pünktlich zu 5 Mana. Ich habe den auf der Hand. Und der Gegner hat nichts auf dem Board. Und eigentlich sieht es super gut für mich aus. Aber ich sage euch, wie es ist. Es wird jetzt wieder so sein, dass er easy damit fertig wird, dass da die ganze Zeit Viecher rauskommen. Das ist doch... Irgendwas stimmt nicht. Mir ist einfach völlig egal. Nein, ich hätte das angreifen müssen. Oh, ich bin nicht mehr bei der Sache. Wie lange bin ich jetzt drin? 1:40. Ich muss wieder eine Pause machen. Verleiht mir Flügel! Eins, zwei, drei. Ist trotzdem hart, ne? Also ich kann jetzt, obwohl das Portal wieder perfekt lag und alles, ne? Ist es wieder mega hart.
ungeheuerlich. Ich bin nur auf 8 runter schon wieder. Das ist halt so das Riesenproblem. Da bin ich. Aber was soll ich sagen, ne? Ihr seht das selber, wie knapp das immer ist, ne? Tmiskat. Also ich habe heute noch nicht so viele Wins gemacht. Ich kriege immer noch Gold. Also so viel kann es nicht gewesen sein. Jackie P. Perfekto. 1, 2, 3, 4. Dann bin ich gleich dran. 5, dann bin ich nochmal dran. 6. So, easy. Nix. Und Kataklysmus. Genau 6 abgeworfen. Wieder perfekt zu 5 Mana den Spell und die habe ich sogar. Wobei ich die andere ganz gerne mal wieder hätte. Verleitflügel! Ihr wisst, wen ich meine. Ah, perfekte 7 Mana Karte nach der ganzen Aktion. Perfekt. Ja, seht ihr, was ich meine? Dem ist das einfach egal. Der geht weiter face. Geil, jetzt habe ich 2 davon. Und ihr dachtet, ihr wärt verloren. Was sehen meine Augen? Was sehen meine Augen? Was sehen meine Augen? Richtig nice. Das ist voll nice. Oh.
Kuge wieder stur. Gut gespielt. Gut gespielt. Die beiden. Vulkan. Hat er noch einen Vulkan? Auch das, diese drei Frösche hier, einfach krass. Für 6 Mana, ey. Und danach noch so ein Heal-Zauber hinterher. Und dann stehst du da. Nein. Macht es einfach jeden Zug, Mann!
Oh, nice. Nach der Runde jetzt werde ich die Episode auch beenden. Oh ne. Hat der alle Zähneknirschen-Dinger weggemacht? Ich glaube nicht, ne? Der hat die noch auf der Hand. Ja, ich mach nach der Runde erstmal eine Pause, was trinken, Kopf frei machen. Lich King, ey. Wahnsinn. Aha, du kommst viel zu spät, Kollege. Ah, nur noch 4 Karten im Stapel. Ja, ich hoffe trotzdem, es war eine sehr lange Episode. Ich glaube auch nicht, dass sehr viele Leute das komplette Video sehen. Aber wenn, dann wahrscheinlich so als Nebenbei-Beschallung, während ihr selber spielt oder während ihr im Bett liegt oder so. Oder auf dem Sofa noch was anderes macht nebenbei. So mache ich das nämlich auch mit den Videos. Und ja, sei es drum. Für diejenigen, die es geguckt haben, hoffe ich, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen. Es war leider nicht ganz so erfolgreich. Aber wir sind ja momentan bei 307 Siegen. Und ja, es hält sich bei allen so einigermaßen die Waage, außer mit dem Krieger, da habe ich am wenigsten. Okay. Ah, das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein. Wie gesagt, alle Videos findet ihr in der Playlist. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich brauche eine Pause.